Papier, einen Text zur Sondierung verständigt, der jetzt die Grundlage für die Entscheidung in den Parteien bilden kann. Und aus der Perspektive, die ich für mich formulieren will, ist das auch ein sehr gutes Ergebnis. Es macht deutlich, dass in Deutschland eine Regierung gebildet werden kann, die dafür Sorge tragen möchten, dass wir einen Fortschritt erreichen. Ein Fortschritt, der möglich und notwendig ist in vielen, vielen Feldern unserer gesellschaftlichen Entwicklung, unserer wirtschaftlichen Entwicklung und auch im Hinblick auf die Aufgaben, die wir als Land in Europa haben. Das haben wir konkretisiert in vielen Fragestellungen, die für uns wichtig sind. Ganz besonders geht es um die Modernisierung unseres Gemeinwesens. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass viele Verwaltungsabläufe schneller und digitaler werden, dass wir aber auch alle notwendigen Entscheidungen, die für den ökonomischen und investiven Aufbruch in Deutschland notwendig sind, so treffen, dass sie schnell zustande kommen können. Und dann gibt es viele Felder, für die wir das für uns in Anspruch nehmen und wo wir das voranbringen wollen. Das eine große Thema ist die industrielle Modernisierung unseres Landes, die so gelingen muss, dass wir es gleichzeitig schaffen, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Und das bedeutet, dass wir einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien brauchen, damit es möglich ist, dass wir so schnell wie möglich auf die Nutzung fossiler Ressourcen verzichten können. Genau das haben wir uns miteinander vorgenommen. Es wird das größte industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland wahrscheinlich seit über 100 Jahren durchgeführt hat. Und das wird unserer Wirtschaft und unseren wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten sehr nutzen. Wir haben gleichzeitig Sorge dafür getragen, dass die Gesellschaft zusammenhält. Es gibt Fragen, die viele von uns bewegen und die wichtig sind. Schaffen wir es, dass die Kinder gute Entwicklungsmöglichkeiten haben, ohne dass Kinderarmut weiter unser Land begleitet? Kriegen wir es hin, dass genügend Wohnungen in Deutschland gebaut werden und dass wir das große drängende Problem des Wohnungsmangels lösen? Können wir sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sich darauf verlassen können, dass sie eine sichere und stabile Rente haben? Das genau haben wir vereinbart, dass das für die nächsten Jahre gelingen soll.